Herzlich willkommen zur neuen Folge auf der Karte Info Thüringen. Heute ist Montag für euch. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Das ist für mich jetzt gesehen in einer Woche. Ich produziere ein bisschen voraus, um genug Zeit zu haben, entsprechend hochladen zu können und zu bearbeiten. Soll ja auch ausgefüllt werden. Beschreibung und so soll auch dazugehören. Das Hochladen dauert auch mal ein bisschen. Besser man hat in der Woche da ein bisschen mehr Zeit für, weil man ja auch noch arbeiten muss. Ne? So, der Rapsfeld ist gerade dabei. Und wir sehen gerade noch Soja aus. Soja und wir kalken auf Feld 60. Feld 60 ist jetzt noch 7000. Das sieht ganz gut aus. Er hat die zwei Runden geschafft. Wir müssen nicht pflügen. Aber Unkraut, ja, wird auch noch kommen. Weil Unkraut ist nicht das Problem, das wird aber dann später gemacht. So, dann haben wir unseren dritten, der die Aussaat macht. Der Alt ist ganz gut. 18 km/h. Wir werden hier das nächste Mal, man sieht, er macht nicht optimal alles. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wir werden das nächste Mal in der Mitte beginnen. Das heißt, eine Woche später. Ich glaube, ich kann wieder mal der Traktor durchführen, wo er noch 18 km/h gefahren ist. Dann ist es noch ganz gut. Wo haben wir unsere Seemaschine? Da nicht. Wenn es der Held ist, können wir unseren Bäumer anschauen. Der steht also am Händler. Hier. Reparieren wir auch mal gleich. Schauen wir durch, was uns der Professor sagt. So, ist noch nichts kaputt. Der braucht noch 5 Minuten ungefähr. Das schaffen wir auch noch. Das ist 43%. So, Zug. War mal nicht. Mal gucken, wo er ist. Da sehe ich ein bisschen Licht. Jetzt geht er auf die lange Strecke, das ist für den Schafter wissen was. Ja. Beziehungsweise. Na gut, er will vielleicht vorne wieder voll anfangen. Noch die richtige Höhe fahren, sonst fährt er einfach weiter. Oh, er fährt weiter. Auch macht den, das passt schon so. Leider nicht vor uns im Haufen fährt, nicht? Das ist die Uhr läuft. Langsam sehe ich hier auch einen Griff. Gleich noch einen zweiten rein. Den Rest. Wenn er leer ist, dann kann er voll arbeiten. Ich kann mir gleich wieder vorne hinstellen. Bäume haben wir auch noch. Oh, das ist nicht so wichtig.
So. Ich bin halt froh, wenn wir hier mit durch sind mit der dunklen Arbeiten. Die Ernte ist nicht so entscheidend. Die Aussaat ist wichtig. Und sobald die Aussaat durch ist, können wir kurz beschleunigen auf 1 Uhr. Und dann müssen wir die Saatstufe abwarten und dann können wir nach dem Düngen spuren. So. Ich bin gespannt, was um 0 Uhr die BGA bringt. Kann nicht viel sein. Düngerfahrer haben wir auch noch überwachen. Gottchen. Kalkfahrer. So, 5. Aufnahme. Das heißt, 4 kommen noch. Ja. Wenn die Zeit halbwegs einhalten würde, dann wäre das in knappe 1,5 Stunden erledigt. Aber ich überziehe, dann sind es mehr 2. Jetzt haben wir 17 Uhr, 5:30 schon durch. Naja. Dann wird es nachher. Oh, gegen 20 Uhr. Nö. Ich glaube 7. 7:15. 20:15. Aber das ist noch ein bisschen hin, ne? Und ich kann ja auch zur Not noch morgen wieder aufnehmen, das ist nicht ein Problem. Klappt schon. So, der ist jetzt bei 3000. Seemaschine ist nur 8% auf Seemaschine. Im Prinzip 2 Ladungen rein. Wir müssen 2 Maschinen haben. Für die große Fläche brauchen wir 2 Maschinen. Das heißt aber auch einen Traktor hätten wir schon. Da müssen wir nicht unbedingt einen neuen kaufen. Also wir haben ja im Prinzip jetzt, der steht ja zum Flügen, steht ja und der kann ja um Acker gut fahren. Wo Kipplenkung, also die ist da nicht so, Kursblechung, Kipplenkung, ist nicht so ideal. Das ist rückwärts fahren, das ist keine Freude anzusehen. Da muss ich mal schauen, was für einen Takt wir brauchen. Dann können wir hier was umdisponieren. Wir haben ja ein paar gute, haben wir ja. Jetzt hat er auch ganz gut. Der schafft jetzt ein paar Meter jetzt. Ist auch bald fertig. Anführungszeichen. Ja, bald ist gut. Wie gesagt, das ist vom Fahren her ist das blöd. In Anführungszeichen. Jo, fertig. Und wir können jetzt bis auf 1 Uhr fahren wir zurück. Wir können jetzt den Kalkfahrer noch gerne überwachen. Das können wir ja nebenbei machen, das haben wir nicht mehr sehen. Gehen wir schon auf 120. Bis 1 Uhr. 1 Uhr und sofort. 1 Uhr kommt dann. Na, dann machen wir aber noch nicht. Nur dann haben wir den Fahrzeug runter vom Acker. Dazu so schaden. Letztes Ende machst du so eine Mutter, die alleine fahren. Macht der Schaden und das ist Schaden blind halten. Keine Pflegebereifung. Das ist einfach nicht machbar. Das ist einfach die Fahrzeuge haben keine Vorbildung. Das wächst zwar, ne? Es wächst in der reellen Welt nicht so schnell wie jetzt hier. Ne? Ich warte ja auch einen Season Mod. Sollte jetzt in 6 Wochen raufkommen, denke ich mal, zum Bob-Contest. Gelesen habe ich davon. Dann hätten wir Jahreszeit, dann wäre das automatisch so, dass wir 3 Tage Zeit hätten zum Aussehen. 3 Tage ist
anders wie 8 Stunden. Ne? Dann wächst es halt erst. Ne? Beziehungsweise dann können wir es erst. Ne? Das ist praktisch. Der Schaden hält sich jetzt in Grenzen. Mal kurz schauen, das ist der hintere noch nicht. Aber da, wo der Traktor hier steht, da ist der Schaden. Kleiner Feind, aber ist da. So, da ist ein Betonsilo, da ist unser Hof, da ist jetzt die Abfahrt. So, jetzt können wir den Kalkpfahl bewachen. Da ist den Schaden haben wir auf der Seite. Aber Licht an. Mit dem würde ich jetzt überwachen. Denn wenn da irgendwas im Wege steht, dann wäre es ganz gut, wenn wir eingreifen können. Und wenn er wieder arbeitet, dann können wir ja trotzdem schon ein bisschen vorspulen. Bis 1 Uhr nachts. Dann müssen wir den Düngerfahrer schaden. Da hat der nämlich, da muss man genau gucken, wie lange das Wachstum dauert. 8 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden oder so, das sind schon entscheidend. Dann können wir nämlich genau sagen, einschätzen das nächste Mal, ach, jetzt kommt gerade die Wachstum durch. Jetzt müssen wir mit der Aussaat beginnen. Die sollten ein bisschen Einnahmen bekommen von der BGH. Jetzt ist der erste Tag, wo dieser Mod sich voll auswirkt. Wo ich halt nur die 20.000 einfüllen kann und verarbeiten kann. Das heißt, was die 20.000 nur eingebracht haben, das weiß ich nicht. Einnahmen BGH sind 3.740. Mhm. Das heißt, auf gut Deutsch ist nicht viel. Ist halt so, ne? Also BGH lohnt sich mit dem Mod nicht. ja, das brauchst du nicht. Lohnzahlung, ja, ist 1 Uhr. Jetzt wollen wir gleich wieder auf langsam gehen. Jetzt sind wir auf 5. Ja, es steht zwar nicht so wie soll, aber er hält halt an. Also Unkraut ist da. Wachstum nicht. Jetzt mal ganz kurz gucken. So. Raps, Mais, Sojabohnen in 40 Minuten oder so. 5,4 Stunden. Ist das 14 Minuten? Dann wäre das 2 Uhr. Das will ich sehen. Der Raps ist auch fast wieder voll. Ich will das sehen. Bei 0 will ich auf runtergehen. 6 Stunden braucht der Wachstum. 6 Stunden braucht es genau genommen. 6,6. Ne, das 0,4 ist keine, das waren höchstens eine halbe Stunde. Ja, aber es ist auch nicht gewachsen. Also 6 Stunden. Puff. Da ist aber Gas geben, ne? 6 Stunden ist nicht lang. Unkraut ist durch, wie wir gesehen haben. Das ist der Kalkfahrer, CP. So. Bodenbeschaffenheit. Im Wachstum. Ja, das ist ganz blöd wird, wenn es hier reif ist und da überhaupt nicht reif ist. Ist das Kalk gerade Richtung kriegt? Ah, jetzt ist es da. Wie gesagt, das ist. Also 6 Stunden
Naja, das muss man merken. Das ist dunkelgrün und das wird auch nachher reif. In 6 Stunden. Also jetzt ist es waren 2 Uhr ungefähr, nicht ganz. Das heißt, wir müssen nochmal zurück, wir müssen da anfangen. Wie gesagt, wir können immer erst dann hier im Blutertrail. Nur hier können wir jetzt weitermachen. Die andere Bahn. Kurz fahren, rückwärts, rückwärts, rückwärts. So, das heißt, gut Deutsch, 6 Stunden, jetzt haben wir 2 Uhr. Ja, noch weiter zurück. 2 Uhr, 8. Um 8 Uhr wird es wieder so weit sein, dass er wieder wächst. Dann muss es jetzt auch Gas geben, ne? Oh, ich muss den Mod rausnehmen. Auf langsam einstellen. Ach so, okay. Das heißt, wir müssen das immer mit Art machen. Wir müssen vorwärts fahren. Das heißt, auf gut Deutsch, wir müssen da vorne anfangen. Nur eins wird ein doppelt machen, ja. Das ist ja auch nicht so schlimm. Und zu wenig gedüngt ist auch nicht gut. Das ist 50% nur Düngung, das ist ein Ertragseinbuße. Wäre nicht so günstig. Hier vorne ist ja, wie man sieht, ist gewachsen. Und da auch. Und da müssen wir anfangen. Lieber eine Stelle doppelt machen als komplett zu wenig. Ja, das geht. Ah, gut, okay. Und da geht zurück. Gut. Entladen werden muss er. Gut, die waren gerade da. Aha. Wo steht er? Ja, das ist so. Mal Licht ist auch so schwach, reicht nicht weit. Und die Nacht ist so dunkel. Dann wird er sicherlich irgendwo ganz weit, weit, weit. Ah, da unten ist er. Da kommt ein paar Lichter zu sehen. Das ist nicht gut. Obwohl, naja, gut. Kabel hier. So. Weil er gleich wieder losfährt, da muss ich ganz schnell rückwärts fahren. So weit wie möglich. Und rammt er den über den Haufen. Das Ram. Ja, die Folge ist jetzt zu Ende gegangen, ne? Also ist aber ein Zettel. Rolling von das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Ich sage mal Danke. Ganz gerne ein Abo. Also auch dafür ein Dankeschön. Auch ein Dankeschön fürs Reinschalten. Danke, danke. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Sag mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao, bis dann, ne?